Hallo, meine lieben Pudelfreunde. Heute zeige ich euch ganz was Besonderes, was Seltenes. Kleinpudel in Aprikot. Das sind zwei Rüden in meiner Hand. Und bei den Pudelchen ist es ja so, dass sie anfänglich genauso kurze Haare haben wie alle Hundewelpen. Und die Lockerl und das schöne Fell wird erst später entwickelt. Die Farbe wird immer noch ein bisschen dunkler mit der Zeit, aber jetzt sind es halt erst ein paar Tage und da schauen sie halt einfach so aus, wie sie ausschauen. So, als nächstes zwei Brüder. Da sieht man jetzt schon schön das wellige Haar. So schauen kleine Pudelchen aus. Und die sind in einem schönen Champagner. Das wird so ein Champagner-Aprikot, ganz eine tolle Farbe. Aber ihr werdet sehen, wenn ich später ein Video mache, schauen die Hunde natürlich dann hinreißend aus, weil jetzt sind sie halt liebe kleine Wurmis und das, was einen Welpen so entzückend ausmacht, sein Blick und so, das kommt halt dann erst später. Und zu guter Letzt noch die Schwester Kleinpudel, die hat ein helles Champagner und die ist ein bisschen kleiner wie ihre Brüder, aber das ist halt immer so in Würfen, es gibt immer kleinere und größere, unabhängig vom Geschlecht. Das hat aber nichts mit der Endgröße zum tun. Man kann schon vermuten, der kleinere bleibt einmal klein, aber es kann genauso gut der größte von alle werden. Man wird sehen, wie sie sich in den nächsten Wochen entwickeln. Dann sage ich Tschüss für heute. Das war der erste Blick auf die kleinen Kleinpudelbabys und wir sehen uns in nächster Zeit wieder. Baba!